sitzt da in Sarajevo und im Bild sehen Sie die Griechin Despina Pegnoglou. Wir sind in der Klasse über 82,5 Kilogramm. 22 Jahre ist die Griechin alt und versucht sich an 60 Kilogramm im Reißen. Schön heraufgebracht, das Gewicht. Die erste Wertung für sie, 60 Kilogramm. Alle drei gültig gegeben. Hier noch einmal die Wiederholung. Achten Sie auf die Technik. Das Gewicht hochreißen, in die Hocke gehen und dann die 60 Kilogramm hochdrücken. Sie musste etwas nach vorne gehen, um richtig unter das Gewicht zu kommen. Aber trotzdem natürlich ganz klar ein gültiger Versuch für die Griechin. Die nächste ist eine Landsmännin, Anastasia Aktipi. Auch sie 22 Jahre alt. 62,5 Kilogramm versucht sie, die im Vorjahr bei der Weltmeisterschaft in Manchester den 11. Platz im Reißen belegt hat. Sie ist erheblich leichter als ihre Landsmännin, etwas über 94 Kilogramm. Sorgfältiger Griff. Und hat Probleme, aber sie steht. Ein gültiger Versuch. Jawohl, 1, 2, 3, alle drei Kampfrichter geben diesen Versuch gut. Noch einmal. Sehr viel Schwung. Sie trägt auch einen Gürtel, um den Rücken zu stützen. Wäre beinahe nach vorne weggefallen. Damit übernimmt sie zwar im Moment die Führung, aber das hat natürlich noch nicht allzu viel zu sagen. Die großen Scheiben wiegen jeweils 20 Kilogramm. Und Pegnoglou hat jetzt insgesamt 65 Kilogramm auflegen lassen. Die Stange selber wiegt 20 Kilogramm. Unter dem geht es also gar nicht. Eben hat sie ja Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt, stand nicht ganz sicher. Im Vorjahr, da hat sie nur 50 Kilogramm hochgebracht. Probleme, aber die 65 Kilogramm sind oben. Und alle drei Kampfrichter geben auch diesen Versuch gut. Ja, im Vorjahr, da hat sie nur 50 Kilogramm geschafft, ist dann zweimal an 57,5 Kilogramm gescheitert. Hat sich hier also ganz klar verbessert schon. Mit diesen gültigen 65 Kilogramm. Die nächste Gewichtheberin ist Moa Huin Hua aus Taiwan. Oder Taipei unter der Bezeichnung treten die Athletin in letzter Zeit ja immer an. Sie ist erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei und versucht sich direkt an 67,5 Kilogramm. Ach, sehr sicher, souverän. Wieder ein Beweis dafür, dass die Chinesinnen, ob sie nun aus der Volksrepublik China kommen oder aus Taiwan, führend im Damengewichtheben sind. Seit 6 Jahren betreiben auch die Damen diesen Sport ja wettkampfmäßig. Und dies ist die 4. Weltmeisterschaft. Aktipi versucht nun, in ihrem zweiten Versuch, diese bisherige Bestmarke einzustellen. Also 67,5 Kilogramm auch für Anastasia Aktipi, die 22-jährige Griechin. 62,5 Kilogramm hat sie ja schon geschafft. Genau die Marke, mit der sie im Vorjahr den 11. Platz belegt hat.
Das war sogar besser als ihr erster Versuch, wo sie ja 5 Kilogramm weniger zur Hochstrecke bringen musste. Dreimal gültig, keine Frage. 67,5 Kilogramm. Also auch für Anastasia Aktipi, die damit im Moment den zweiten Platz belegt, weil die Chinesin leichter ist. Jetzt kommt schon der dritte Versuch von Despina Pegnoglu. Auch sie will die 67,5 Kilogramm zur Hochstrecke bringen. Begonnen hat sie ja mit 60, dann 65 geschafft. Alle Athletinnen hier wenden natürlich auch die Hocktechnik an, nicht mehr die veraltete Ausfalltechnik mit einem Ausfallschritt. Hochreißen, unter das Gewicht kommen und da fällt das Gewicht nach hinten. Es bleibt für sie also bei 65 Kilogramm. Und hier ist wieder die Chinesin Muao Xinhua. 70 Kilogramm hat sie für ihren zweiten Versuch auflegen lassen. Die WM-Debütantin, die ja bei ihrem ersten Versuch die 67,5 Kilogramm so souverän hochgebracht hat. Konzentration. Auch das ganz sicher. Damit übernimmt sie im Moment die Führung, aber auch das hat noch nicht allzu viel zu sagen, denn die Favoritinnen, sie greifen erst später in das Geschehen ein, hier in dieser Klasse über 82,5 Kilogramm, der schwersten Klasse, in der die Damen kämpfen. Die zweite Griechin, Anastasia Aktipi, hat noch einen Versuch frei und da lässt sie 72,5 Kilogramm auflegen. Das wären 10 Kilogramm mehr, als sie im vergangenen Jahr geschafft hat im Reißen. Talkum, damit der Griff sicher ist, damit man nicht abrutscht. Dann die Konzentration, das Anvisieren der Hantel. Na, sie hat jetzt die Augen geschlossen. Sorgfältiger Griff. Auf den Daumen achten, damit der Griff auch sicher ist. Finger über den Daumen. Und sie bringt es nicht hoch. Sie kommt nicht richtig unter das Gewicht. Damit bleibt es also bei 67,5 Kilogramm. Hier noch einmal die Wiederholung. Sie reißt die Hantel hoch, ist nicht ganz richtig drunter gekommen, bekommt die Arme nicht nach oben gestreckt. Damit keine Chance mehr, das Gewicht hochzubringen. Jetzt der dritte Versuch von Mao Xinhua. Auch sie hat 72,5 Kilogramm auflegen lassen. Sie hat nur noch 23 Sekunden. Sie sehen die Uhr dort hinten an der Anzeigetafel herunterzählen. Aber das müsste reichen. Und das schafft sie auch nicht. Der Anfang, der sah schon sehr gut aus. Sie hat das Gewicht gut hochbekommen. Dann fiel die Hantel aber nach hinten weg. Hier sehen Sie, da geht sie jetzt nach hinten weg. Der rechte Arm kippt nach hinten weg. Und der linke musste dann natürlich folgen. Also die Chinesin Mao Xinhua bleibt bei 70 Kilogramm. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme hier in Sarajevo. Hier sehen Sie das Gesamttableau und Sie sehen, dass die Damen vorne, die auch favorisiert sind, noch gar nicht in das Geschehen eingegriffen haben.
Sie lassen sofort zu Beginn schon höhere Gewichte auflegen. Das ist jetzt schon eine Dame aus dem vorderen Feld, Rhys Singbale, 26 Jahre alt, aus Kanada. Im Vorjahr, da war sie siebte. Sie beginnt mit 75 Kilogramm im ersten Versuch. Kraftvoll, man sieht ihr die Anstrengung an, aber sie hat das Gewicht hochgebracht, 75 Kilogramm, dreimal gültig. Sehr athletisch, sehr viel Technik bei ihr auch. Das ist das Reizvolle beim Damengewichtheben, dass die Damen eine sehr saubere Technik zeigen. 75 Kilogramm, das war genau die Marke, die sie auch im letzten Jahr hochgebracht hat. Dann ist sie zweimal bei 80 Kilogramm gescheitert. Hier aber jetzt Chao Chen-Ye, auch sie aus Taipei, Taiwan. Und sie versucht 80 Kilogramm. 80 Kilogramm im ersten Versuch. Nicht hochgebracht. Natürlich dreimal rot. Ganz klar. Sie kann sicherlich mehr. Hat einfach die Hantel nach hinten wegfallen lassen. Und das war Veronika Tobias, 23 Jahre alt, aus Ungarn. 80 Kilogramm bringt sie hier zwar mit Mühe, aber am Ende dann doch ganz klar hoch. Eine erfahrene Gewichtheberin, die Ungarin, schon zum dritten Mal dabei. Der zweite Versuch von Bryce Singbill. 75 Kilogramm hat sie ja schon hochgebracht. Im zweiten Versuch wagt sie sich an die 80 heran. Sehr schön, sehr schön. Die drei weißen Lichter, da war nichts anderes möglich. 80 Kilogramm hat auch sie hochgebracht. Führung im Moment für die Kanadierin, die ein gutes Kilogramm leichter ist als ihre Konkurrentin Veronika Tobias, die auch die 80 schon hochgebracht hat. Und hier ist Chao Chen-Ye, die in ihrem ersten Versuch an den 80 Kilogramm gescheitert ist und das Gleiche nochmal versucht. Ja, und diesmal bekommt sie die 80 Kilogramm ganz leicht hoch. Das zeigt, dass sie beim ersten Mal vielleicht nicht ganz konzentriert war. Denn hier hatte sie keine Mühe. Noch einmal die Wiederholung. Schön in die Hocke unter das Gewicht gekommen, hochgedrückt. Das sieht so aus, als ob sie im nächsten, in ihrem dritten Versuch, durchaus noch einiges dazulegen könnte. Sie ist Dritte im Moment wegen ihres höheren Gewichtes mit 86,7 Kilogramm. Und hier Kristina Ilieva aus Bulgarien, erst 19 Jahre alt. Sie war im Vorjahr Dritte bei den Weltmeisterschaften. Und sie versucht sich an 85 Kilogramm bei ihrem ersten Versuch. Ganz sicher. Die Bulgarin, erfahren, hat im Vorjahr 82,5 Kilogramm geschafft. Hat sich jetzt also auch schon verbessert. Hat damit auch knapp mehr als ihr eigenes Gewicht zur Hochstrecke gebracht. 84,95 Kilogramm wiegt sie und 85 hat sie hochgerissen.
Jetzt wieder Veronika Tobias, die Ungarin, die 23-Jährige. Im Vorjahr war sie Fünfte, aber vor 2 Jahren in Jakarta gewann sie sogar die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Es ist ihr zweiter Versuch, 85 Kilogramm. Sehr weit gegriffen. Oh. Es dauerte lange, bis die Sirene kam und zweimal rot. Dieser Versuch also nicht gültig. Man muss ja ganz ruhig stehen. Die Arme ganz gestreckt. Sie zittert. Sie steht nicht ganz sicher und das wird der Grund gewesen sein. Es war ja eine knappe Entscheidung. Ein Kampfrichter sagte ja, gab den Versuch gültig. 2 aber gaben den Versuch nicht gültig. Sicherlich eine Ermessensentscheidung. Breeze Singbill in ihrem dritten und letzten Versuch 85 Kilogramm. 5 Kilogramm mehr, als sie schon stehen hat. Jedes Mal die gleiche Prozedur, der sorgfältige Griff weit auseinander, die Konzentration auf den Punkt und dann, nein, ich wollte gerade schon sagen, das sieht nicht gut aus und die Bestätigung, die Hantel fällt nach hinten weg. Es bleibt für die Kanadierin bei 80 Kilogramm, die sie im zweiten Versuch hochgebracht hat. Kommt eigentlich gut darunter unter das Gewicht, aber kann die Hantel dann nicht stoppen, fällt nach hinten weg. 85 Kilogramm hat nun wieder auch Veronika Tobias auflegen lassen für ihren dritten Versuch. Im zweiten ist sie daran ja gescheitert. Das war erheblich schneller als in ihrem zweiten Versuch und diesmal auch dreimal weiß, ganz klar. Nachdem sie ebenso knapp gescheitert ist, hat sie jetzt die 85 Kilogramm geschafft. Wir machen eine kurze Pause, dann gibt es die Entscheidung im Reißen. Bis gleich also. Und hier geht's weiter mit der Weltmeisterschaft der Damen im Gewichtheben der Vierten im Hotel Ilizda in Sarajevo in Jugoslawien. Eben haben wir gesehen, Veronika Tobias, die mit 85 Kilogramm im dritten Versuch in Führung gegangen ist. Und hier die Bulgarin Kristina Iljeva, 19 Jahre jung, die jetzt sich an 87,5 Kilogramm heranwagt und damit die Führung zu diesem Moment übernehmen würde. Für eine 19-Jährige eine ganz starke Leistung. Im zweiten Versuch die 87,5 Kilogramm sicher hochgebracht. Da hatte sie noch etwas Probleme, fängt sich dann aber und ganz solide, sicher. Wenn Sie an der Anzeigetafel 67,5 Kilogramm gelesen haben, machen Sie sich keine Sorgen drüber, da sind einige Segmente ausgefallen. Von daher wurde die 8 zur 6 verstümmelt. Jetzt wieder Chao Chenye, die Chinesin, die Frau aus Taipei, die 87,5 Kilogramm ebenso versucht. Es ist ihr dritter Versuch. Im zweiten hat sie ja die 80 Kilogramm hochgebracht. Bei ihrem WM-Debüt würde sie sich damit sofort in Medaillennähe bringen, aber nein. Mit zu viel Schwung konnte sie die Hantel nicht stoppen.
kam nicht richtig darunter. Die erste Phase, die sah sehr gut aus, aber dann kippte die Hantel sofort nach hinten weg. Jetzt kommt Kristina Iljewa wieder. 90 Kilogramm hat sie auflegen lassen. Im Vorjahr, da gewann sie mit 82,5 Kilogramm die Bronzemedaille. Zwei Kämpferinnen, zwei Gewichtheberinnen haben noch gar nicht hier in diesen Wettkampf eingegriffen, nämlich Karen Marshall aus den USA und Li Yafian aus China. Und die Bulgarin schon beim dritten. 90 Kilogramm, ein gültiger Versuch. Oh, zwei geben den Versuch gültig, aber ein Kampfrichter gibt ihn nicht gültig. 2-1, damit aber gilt der Versuch. Ja, die Frage ist, ob die Arme gestreckt bleiben. Die dürfen ja nicht mehr eingeknickt werden. Man muss beim Reißen sofort in einer Bewegung die Hantel in die Hochstrecke bringen, mit gestreckten Armen dann nach oben stemmen. Wie dem auch sei, zwei Kampfrichter gaben den Versuch gültig und damit stehen bei der 19-jährigen Bulgarin auch die 90 Kilogramm. Jetzt geht's aber um die Gold- und die Silbermedaille. Iljewa im Moment in Führung, aber die wird ihr sicherlich von den beiden noch folgenden Damen abgenommen werden wieder. Als erste geht heran Li Yafian aus China, 119,9 Kilogramm schwer, damit die schwerste Wettkämpferin. Mit 102,5 Kilogramm beginnt sie den Wettkampf. Und ganz leicht, als wäre es nichts, bringt sie diese 102,5 Kilogramm hoch bei ihrem WM-Debüt, ihre erste Weltmeisterschaft. Und jetzt kommt hier noch einmal aber erst die Wiederholung der Chinesin aus der Volksrepublik. Ganz schnell. Und dann, als wäre es nichts, aus der Hocke drückt sie die 102,5 Kilogramm hoch. Und jetzt kommt die Titelverteidigerin, Karen Marshall aus New York, 34 Jahre alt. Und sie beginnt mit 105 Kilogramm. Seit 12 Jahren ist sie Gewichtheberin. Hat bei der ersten Weltmeisterschaft in Daytona Beach 87 zwei Goldmedaillen gewonnen. Sie muss nach vorne weglaufen, bekommt das Gewicht aber hoch, geben die Richter es gültig. Mit 2-1 Stimmen sagen sie ja, 105 Kilogramm und damit die Führung für die Titelverteidigerin. Und jetzt stolpert sie weg, muss dem Gewicht hinterherlaufen. Bis zur Ecke, weiter hätte sie nicht gehen dürfen, ganz knapp, aber was soll's, gültig ist gültig. Damit also auf jeden Fall schon sicher die Bronzemedaille für Kristina Iljewa, die Bulgarin. Und diese beiden Damen kämpfen jetzt um die Goldmedaille. Li Yuxuan versucht sich an 107,5 Kilogramm. Und das klappt nicht. Sehr, sehr schnell die erste Phase. Sehr, sehr schnell versucht sie, das Gewicht hochzureißen. Aber bekam den Körper nicht richtig darunter. Jetzt noch einmal die Wiederholung. Sie reißt sehr schnell hoch, kommt dann aber nicht richtig runter und muss die Hantel wieder nach vorne fallen lassen. Spannung jetzt natürlich, während die Zuschauer hier in Sarajevo wieder auf die Amerikanerin Karen Marshall warten.
1987, als sie zweifache Weltmeisterin wurde, kämpfte sie noch in der Klasse bis 82,5, nahm dann 20 Kilogramm zu und kämpft also jetzt in der Klasse über 82,5 Kilogramm. 110 Kilogramm hat sie auflegen lassen, damit würde sie ihren eigenen Weltrekord aus dem Vorjahr einstellen. Wieder muss sie nach vorne gehen, aber erheblich sicherer als ihr erster Versuch. 110 Kilogramm und damit die Führung ausgebaut noch und den Weltrekord, den sie im vergangenen Jahr in Manchester aufgestellt hat, eingestellt. Die Anstrengung steht ihr im Gesicht geschrieben, die Freude danach ist ihr aber auch anzumerken. Aber die Chinesin, sie greift jetzt an, sie will die Führung und sie will den Weltrekord. Sie setzt alles auf eine Karte. Eben hat sie 107,5 Kilogramm nicht geschafft. Jetzt hat sie sogar noch 5 Kilo mehr draufpacken lassen. 112,5 Kilogramm nun auf der Hantel. Und Liya Huan will dieses Gewicht jetzt hochbringen. Weltrekord bei ihrer ersten Weltmeisterschaft. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Die Silbermedaille hat sie sicher, aber jetzt geht's um alles und das klappt nicht. Die Entscheidung ist gefallen. Li Huan muss sich mit Silber begnügen. Was heißt begnügen? Beim WM-Debüt direkt die Silbermedaille gewinnen, ist natürlich ein Riesenerfolg. Und Karen Marshall, die Finanzberaterin aus New York, sie arbeitet an der Wall Street. Sie hat ihren Titel verteidigt, sie hat ihren Weltrekord eingestellt, aber sie hört noch nicht auf. Sie hört noch nicht auf, denn sie will einen neuen Weltrekord. 112,5 Kilogramm sind nun aufgeschraubt auf die Hantel. Bei ihrem ersten Versuch wäre sie beinahe von der Bühne heruntergestolpert. Beim zweiten, bei 110 Kilogramm sah das schon viel sicherer aus. Ist das ein gutes Omen für diesen dritten Versuch, für diesen Weltrekordversuch? Gold hat sie schon. Schreit energisch, muss wieder nach vorne laufen, hat aber das Gewicht oben. Die Kampfrichter, jawohl, dreimal gültig. Goldmedaille und Weltrekord also für Karen Marshall aus den USA mit 112,5 Kilogramm. Hier noch einmal dieser Weltrekordversuch. Herzlichen Glückwunsch an die Amerikanerin, die sich seit Damengewichtheben betreiben, in der Spitze hält, immer für Erfolge gut ist und hier wieder sich nicht nur mit Gold begnügt, sondern auch mit einem neuen Weltrekord. Hier noch einmal das abschließende Klassement im Reisen in der Klasse über 82,5 Kilogramm. Carrie Marshall und Li Yuan ganz weit vorne. Das war's für den Moment, gleich geht's weiter. Und hier geht's weiter mit der vierten Weltmeisterschaft der Damen im Gewichtheben. Wir machen weiter in der Klasse über 82,5 Kilogramm. Stoßen ist die zweite Disziplin im olympischen Zweikampf. Und als erste sehen wir Zhao Chenye aus Taipei, Taiwan. 90 Kilogramm versucht sie im ersten Versuch. Beim Stoßen erst das Umsetzen auf die Schulter und dann das Gewicht zur Hochstrecke bringen. Hier ganz sicher gemacht durch die Chinesin. Die beiden Griechinnen haben den Wettkampf schon absolviert. Despina Pignoglou hat 77,5 Kilogramm geschafft. Anastasia Aktipi 80 Kilogramm und die zweite Kämpferin, Gewichtheberin aus Taiwan, Mao Yin Hua, 87,5 Kilogramm.
Und hier wieder Veronika Tobias, die 23-Jährige aus Ungarn, die sicherlich ihre Scharte aus dem vergangenen Jahr wettmachen will. Vor 2 Jahren, da war sie im Stoßen Dritte. Im Vorjahr bekam sie aber im Stoßen keinen gültigen Versuch. Zittert etwas, aber bekommt die 90 Kilogramm auch hoch. Hier die Wiederholung, die beiden Phasen, das Gewicht hochbringen, umsetzen auf die Schulter und dann herausstoßen. Dabei natürlich auch immer mit dem Ausfallschritt unter das Gewicht kommen. Damit übernimmt sie im Moment die Führung, aber Bryce Singbill, die Kanadierin, sie lässt noch etwas mehr auflegen. Sie beginnt den Wettkampf mit 95 Kilogramm. Im Vorjahr, da war die 26-jährige Kanadierin Vierte. Das sah gut aus. Und jetzt? Ja, und sie kann das Gewicht oben halten. Dreimal gültig, 95 Kilogramm also. Für Bryce Singbill. Und damit im Moment auch wieder die Führung. Hier die Wiederholung. Sie will sich in diesem Jahr sicherlich noch steigern. Im Vorjahr, da hat sie 100 Kilogramm geschafft. Beginnt vorsichtig erstmal eine sichere Wertung, um dann vielleicht eine neue persönliche Bestleistung aufzustellen. Jetzt wieder die Ungarin. Wir waren ja in Manchester dreimal hintereinander gescheitert. In diesem Jahr hat sie es etwas geschickter angefangen, erstmal die 90 hochgebracht. Nein, das hatte sie schon große Probleme und kann nicht ausstoßen. Sie kann nicht ausstoßen. Es bleibt bei 90 Kilogramm. Schon die erste Phase, das Umsetzen auf die Schulter, klappte nicht. Hatte sie sehr große Mühe. Das dauerte auch sehr lange. Und dann mit Mühe kann sie sich aufrichten. Das Ausstoßen geht nicht, sie kommt nicht weit genug herunter. Es bleibt also bei 90 Kilogramm, aber sie hat ja noch den dritten Versuch. Das ist schon der dritte Versuch. Und jetzt 'Achten Sie darauf, das sah aus, als hätte sie es hochgebracht, aber 3 rote Lichter. Sie hat nicht richtig die Hantel ausgestoßen. Und jetzt kommt der zweite Versuch von Zhao Chenye, der Frau aus Taiwan, die im ersten Versuch ja ebenfalls 90 Kilogramm geschafft hat. ...97,5. Die Uhr zählt herunter. Natürlich der Gürtel auch wieder, um das Kreuz zu schonen. Ach, und da klappt das Umsetzen nicht. Schon im Ansatz konnte das nichts geben. Es bleibt also bei 90 Kilogramm. Sie hat ja aber noch einen dritten Versuch und sie versucht jetzt noch einmal die 97,5 Kilogramm hochzubekommen. Zhao Chenye,
90 Kilogramm im ersten. Der Sprung auf 97,5 ist natürlich auch ein ganz schön großer. Und schon wieder schafft sie das Umsetzen nicht, wie in ihrem zweiten Versuch. Es war zu viel, vielleicht wäre sie besser beraten gewesen, wenn sie langsamer gesteigert hätte. Aber es ist müßig, darüber zu spekulieren. 90 Kilogramm geschafft, 97,5, zweimal nicht geschafft. Damit bleibt sie auch hinter Veronika Tobias, denn die Ungarin ist etwa 3 Kilogramm leichter. Jetzt kommt aber wieder Breeze Singby. Die Kanadierin versucht, sich an den 100 Kilogramm. Genau das, was sie im Vorjahr geschafft hat. Der Griff hier erheblich enger. Das Umsetzen auf die Schulter, prima. Sie kommt hoch und ganz klar die Arme gestreckt. Dreimal war es die Bestätigung. Ein gültiger Versuch und damit ihre Bestmarke, ihre persönliche Bestmarke aus dem vergangenen Jahr wieder eingestellt. 100 Kilogramm im Vorjahr war das Platz 4 im Stoßen. Der Ausfallschritt, um unter das Gewicht zu kommen, dabei hochdrücken. Jetzt kommt Kristina Iljeva. 102,5 Kilogramm ist das Gewicht, was sie für ihren ersten Versuch hat auflegen lassen. Die 19-Jährige, die im vergangenen Jahr im Stoßen nur Fünfte wurde und sie ist sehr ehrgeizig. Sie will hier natürlich mehr erreichen. Sie will auch im Stoßen eine Medaille gewinnen. Ein großer Ausfallschritt. Aber sie bekommt die 102,5 Kilogramm hoch. Gültiger Versuch. 102,5, das ist schon, das sind schon 2,5 Kilogramm mehr, als sie im letzten Jahr geschafft hat. Natürlich bei allen den Gewichten, die hier aufgelegt werden, haben die Athletin auch im Kopf die Zweikampfwertung aus Stoßen und Reißen zusammen. Der olympische Zweikampf, der sicherlich die am höchsten angesehene Medaille ist. ...107,5 Kilogramm, direkt hinterher ihr zweiter Versuch. Wenn sie realistisch ist, dann kann es ja auch nur wieder um die Bronzemedaille für sie gehen. Mühe, aber geschafft. Und jetzt das Ausstoßen. Nein! Es sah so aus, als wäre sie schon unter dem Gewicht, aber dann verlor sie die Kontrolle. Also dreimal rot, ganz logisch. Jetzt wieder Breeze Singby, denn auch die Kanadierin hat 107,5 Kilogramm aufgelegt, um der Bulgarin die Bronzemedaille eventuell doch noch abzujagen. Hier bisher das Gesamtergebnis von Kristina Iljeva. Racing Mail, vierte im Vorjahr mit 100 Kilogramm. Die 100 Kilogramm hat sie auch jetzt schon hochgebracht im zweiten Versuch. Aber jetzt will sie im dritten Versuch 107,5 Kilogramm schaffen.
Sie zittert, sie zittert. Sie verliert die Kontrolle. Das wird höchstwahrscheinlich kein gültiger Versuch sein. Dreimal rot. Die Zuschauer, sie pfeifen, sie meinen, die Kampfrichter hätten das gültig geben sollen. Aber es wird verlangt, dass man ruhig steht, das Gewicht hochbringt, die Arme voll ausgestreckt und das Gewicht ruhig hält. Das war gut, das war sicher, das Umsetzen, aber jetzt das Ausstoßen. Sie hat die Arme hoch, aber bewegt sich, stolpert weiter, steht nicht sicher und dann kippt ihr das Gewicht, die Hantel nach hinten weg. Auch das ist nicht korrekt. Die Hantel muss nach vorne abgesetzt werden, muss bis in Kniehöhe begleitet werden. Also korrekte Entscheidung, dieser Versuch nicht gültig. Und diese Dame hier, die 19-jährige Kristina Iljewa, will nun vormachen in ihrem dritten Versuch, wie man 107,5 Kilogramm hochbringt. Und sie stand ruhig. Sie hatte zwar ihre Probleme, aber stand dann ruhig. Dreimal weiß, 107,5 Kilogramm. Damit ist ihr auf jeden Fall schon einmal die Bronzemedaille sicher. Und natürlich ist ihr auf jeden Fall auch schon sicher die Bronzemedaille im Zweikampf mit einer Gesamtleistung von 197,5 Kilogramm. Und jetzt kommen direkt einige neue Scheiben drauf, einige neue Gewichte, denn das ist Karen Marshall, die den Wettkampf mit 130 Kilogramm aufnimmt. Erster Versuch für die 34-jährige Amerikanerin. Und nicht geschafft, schon die erste Phase nicht geschafft, bekommt das Gewicht, bekommt die Hantel nicht auf die Schulter, kann nicht umsetzen. Das sah gut aus, aber dann kippte sie nach vorne weg. Sicherlich überraschend, dass sie diese Marke nicht geschafft hat. Im Vorjahr war sie Zweite im Stoßen. Der Weltrekord im Stoßen liegt bei 137,5 Kilogramm, gehalten von der Titelverteidiger Han Changmei, einer Chinesin, die hier in Sarajevo nicht am Start war. In China ist die Leistungsspitze ja ungeheuer dicht. Auch im zweiten Versuch nicht geschafft. Zwei Versuche für Karen Marshall und noch kein gültiger Versuch im Stoßen. Wir werden nach einer kurzen Pause sehen, wie es denn weitergeht, ob sie vielleicht doch noch die 130 Kilogramm schafft. Und hier sind wir zum Schlussspurt in der Klasse über 82,5 Kilogramm bei der Weltmeisterschaft der Damen im Gewichtheben. Karen Marshall, die Amerikanerin hier im Bild, muss im dritten Versuch jetzt endlich die Hantel hochbringen beim Stoßen. 130 Kilogramm zweimal nicht geschafft. Jetzt schafft sie das Umsetzen, das Absetzen auf der Schulter. Sie hat Mühe, aber das dürfte ein gültiger Versuch sein. Sie ist unzufrieden, aber immerhin 130 Kilogramm hat sie geschafft. Damit übernimmt sie die Führung. Aber da kommt ja noch eine. Da kommt nämlich noch Li Yaxuan aus China. Während wir hier noch einmal die Wiederholung sehen, die 130 Kilogramm im dritten Versuch. In der Zwischenzeit vielleicht einmal die Ergebnisse der Damen aus dem deutschsprachigen Raum. Insgesamt
nahmen hier 111 Teilnehmerinnen aus 25 Nationen teil bei dieser vierten Weltmeisterschaft. Keine dabei aus der Bundesrepublik. Die bundesdeutschen Gewichtheberinnen konzentrieren sich auf die Europameisterschaften im Juli in Teneriffa. Aber zwei Österreicherinnen dabei, Petra Steinbock in der Klasse bis 44 Kilogramm wurde sie Zehnte im Zweikampf. Und Michaela Zehndorfer in der Klasse bis 60 Kilogramm belegte sie den achten Platz. Lia Hyun bei 135 Kilogramm. Erster Versuch. Und sie bekommt das Gewicht sicher hoch. Damit hat sie schon die Goldmedaille sicher im Stoßen, aber noch nicht die Goldmedaille im olympischen Zweikampf. Ganz sicher. Aber jetzt wird sie mutig. Sie hat als nächstes auflegen lassen 142,5 Kilogramm. 5 Kilogramm mehr als der bestehende Weltrekord. Und das muss sie auch, denn nach dem Reißen, da führte Carrie Marshall ja mit 10 Kilogramm Vorsprung. Und die muss sie wettmachen, um Gold im Zweikampf zu gewinnen. Eine Gewichtheberin aus der DDR war übrigens hier in Sarajevo auch am Start. Doreen Heller, die in der Klasse bis 48 Kilogramm mit insgesamt 110 Kilogramm den 14. Platz im Zweikampf belegte. Aber jetzt zurück hier zu den schweren Damen in der Klasse über 82,5 Kilogramm. Hier bahnt sich die Entscheidung an. Li Yahuan hat Weltrekord auflegen lassen. Carrie Marshall hat schon den alten Zweikampf-Weltrekord mit insgesamt 242,5 Kilogramm eingestellt. Aber sie würde noch 2,5 Kilogramm darüber liegen. Hatte schon Probleme. Sie bekommt es hoch, steht aber nicht sicher. Sie steht noch immer nicht. Eins zu zwei. Ein Kampfrichter gab den Versuch gültig, aber zweimal rot, also nicht gültig. Das war sicherlich auch die richtige Entscheidung. Hier noch einmal die Wiederholung. Sie hat da schon Mühe, muss kämpfen, fällt nach vorne weg, kann das ganze Geschehen aber noch unter Kontrolle bringen. Jetzt die Konzentration auf die zweite Phase, auf das Ausstoßen. Da bekommt sie zwar die Hantel hoch, aber sie steht nicht still, sie steht nicht ruhig. Sie hat auch die Füße nicht parallel. Sicherlich also korrekte Entscheidung, kein gültiger Versuch. Jetzt also warten auf Li Yuhuan und ihren dritten Versuch. Kann sie den Doppelweltrekord noch schaffen? Gold im Stoßen hat sie schon. Hier geht's um die Goldmedaille im Zweikampf, um den Weltrekord im Stoßen und um den Weltrekord im Zweikampf. Das war sicher. Kann sie jetzt festhalten? Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das wird gültig sein und das ist gültig. Freude bei der Chinesin, 142,5 Kilogramm. Das ist der Sieg und das ist der zweifache Weltrekord im Stoßen und im Zweikampf. Noch einmal die Wiederholung dieses gültigen Versuches, 142,5 Kilogramm. Kaum zu glauben. Sie hat sehr viel Mut bewiesen, indem sie sich direkt um 7,5 Kilogramm steigerte. Der Mut ist belohnt worden. Sie hat Karen Marshall auf Platz 2 verweisen können, im Stoßen und im Zweikampf. Jetzt werden wir noch einen Blick auf das Gesamtergebnis werfen. Weltrekord hier eingeblendet.
Und hier das Endergebnis im Stoßen. Vorne die Chinesin vor der Amerikanerin und Kristina Ilieva, die 19-jährige Bulgarin. Dritte, das also die Medaillengewinnerinnen. Bree Singbill mit 100 Kilogramm doch schon als Vierte abgeschlagen. Das Zweikampfergebnis, hier auch die Chinesin knapp vorne mit 2,5 Kilogramm vor Karen Marshall. Und auch Dritte hier wieder Kristina Ilieva, die natürlich mit ihren 19 Jahren noch einige Zeit hat, um sich weiter zu steigern. Ein hervorragender Wettkampf, eine Werbung für diesen Sport, für das Gewichtheben der Damen, die ja auch bei Olympischen Spielen teilnehmen wollen. War das hier in Sarajevo in Jugoslawien. Wir sehen die Siegerehrung, Karen Marshall, einmal Gold, zweimal Silber. Sie kann lachen. Das ist natürlich für die 34-Jährige ein großer Erfolg, ein noch größerer Erfolg. Aber für die Chinesin Li Yayuan, die direkt bei ihrem WM-Debüt, man muss sich das einmal vorstellen, zwei Goldmedaillen, eine Silbermedaille gewann und zwei neue Weltrekorde aufstellte. 17 der 27 Goldmedaillen gingen hier an die Chinesin, nicht ganz so viel wie im Vorjahr, da waren es 24, aber immer noch eine dominierende Stellung. Das war's vom Gewichtheben der Damen. Ich sage herzlichen Dank und tschüss, ihr Rolf Kalb.